Müsste ein bisschen Science abgeworfen haben, auf jeden Fall. Jo, 47. Dann können wir nämlich noch ein paar... Keine EP erhalten. Oh, Jebby. Bobby. Rau, rau, rau. Okay, entkomme aus der Atmosphäre und so ist immer noch aktiv, aber hängt ja auch wirklich stark hier dran. Was haben wir hier? Aerodynamische Bugnase, die Nose Cone, ja, ja. Das, autark, Feststoffbooster, Dückklopfer und Treibstofftank. Ah, Radial-Entkoppler, die brauchen wir auf jeden Fall. Aber wir können beides erforschen, sehe ich gerade. Das ist natürlich nice. Weil damit haben wir jetzt wieder viel mehr Möglichkeiten, unser LOL Mark 1 fertig zu bauen. So, es ist ein bisschen überladen, aber das geht schon mal erstmal. Jetzt haben wir auf jeden Fall Radial Decoupler. Was uns jetzt natürlich die Möglichkeit bringt, wenn ich sie richtig anbringe. Ja, jetzt noch mehr Treibstoff zu haben. So, mehr Treibstoff. Tanks. Geht da mehr rein? Oh ja. Ja, okay, cool. Können wir nämlich jetzt an die Decoupler ranhängen. Und dann haben wir nämlich jetzt schon mal wieder noch mehr Schub. Allerdings, ja, so. So, wo Kerbal Engineer? Hier Kerbal Engineer. Das muss ich anbringen, sonst kriege ich während dem Flug die Stats nicht. Wo war das? Nicht unter Hilfsmittel. Okay. Ja, da. Computer Flight Unit oder Kerbal Engineering System. Mhm. Ja, also drei Stück brauchen wir jetzt nicht davon. Ich glaube, wir bringen das hier direkt mal an. Das sieht zwar echt kacke aus, aber im Endeffekt bringt es uns natürlich den Vorteil, dass wir die Life Stats bekommen. Hoffentlich. Jetzt ist es oben drauf, dann explodiert es direkt. Setz es mal hier an. Ich hoffe, dass es nicht zu schwer ist. So, und dann können wir nämlich Jebby eigentlich direkt wieder losschicken. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen mehr Power und jetzt müssen wir auch hier oben die Kerbal Engineer Daten rüberbekommen. So, ohne Fuel Thingies kriegen wir da drin natürlich gar nichts raus. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das würde bedeuten... Wir gehen hin und setzen außen dran. Es geht ja gar nicht anders. Wir haben keine Fuel Struts, oder? Nein, mit Sicherheit nicht. Ja, es bringt so rein gar nichts. Die sind einfach nur da, aber ich kann sie nicht benutzen. Stupid. Okay, die Flea Engine. Das ist der Festtreibstoff, die Flea Engine. Wir würden uns natürlich hier direkt wahrscheinlich verbrennen des Todes, weil das ist der Schub des Todes. Could try. Hier, Feststoff, dann absprenge. Ja, nie, so da. So. Dann haben wir nämlich ein fucking Trust von fucking Jebby wird sterben. Ist so ungefähr das, was ich mir jetzt darunter vorstelle. Danke, by the way. Wo ist Aerodynamic? Ich kenn's nur auf Englisch. Das ist halt echt ein Problem, ne? So, da. Zack. So, LOL Mark 2. Mark 1. Dann habe ich echt Angst. Ich glaube, ich muss The Trust limiten. Auf jeden Fall auf 50 oder so. Weil sonst fliegen wir hier wahrscheinlich auseinander. Oder machen wir 48, ist das bei allen jetzt automatisch? Gut, dann testen wir das erstmal an. Ich befürchte nur, es ist fast zu viel. 3x 48. Das pusht uns wahrscheinlich, keine Ahnung wohin. Hauptsache, er kann gerade halten. Ich bin mal gespannt. Glaube ich aber nicht. Ich bin, ja, das ist mir zu risky. Ja. Andererseits, er ist ja lame. So, komm, gib ihm. Ja, die Stage müssen wir mit der anderen Stage eigentlich zusammennehmen. Können wir aber nicht. Wo pusht der denn uns hin? Ist schon geil. Wow, nice Explosions. Und wir ziehen darüber. Wir sind zwar noch nicht hoch genug, aber wir tun es trotzdem. Jebby.
Puff! Folge verpufft. Awesome. Ja, okay, das ist viel zu schnell. Und da wir nicht so schnell abbremsen wollen, bye! Hui! Okay, JB, jetzt bist du höher als überhaupt wo gibt, ne? Vermutlich. Ja, Geschwindigkeitsrekord und Landedistanzrekord. Nice. Ist zwar noch kein Orbit, aber ich denke fast, wir kommen aus der Atmosphäre raus. Aber wir sind halt hoch genug. Wie hoch werden wir denn kommen? Da müssen wir doch eigentlich gerade mal gucken. Da ist die Apoapsis. Ja, noch ein Stückchen. Wo sind wir denn? Oh, ach da. Süß. Süß. Okay, keine Ahnung, wo wir da rauskommen werden. Aber, das sollte uns jetzt immer noch nichts Neues geben, okay? Crew Report vielleicht. Crew. 4,5. Okay. Ne, wir fallen, ne? Ah, ne, wir steigen, aber nur noch ganz langsam. Reset. Crew Report. Ja, okay. Komm, jetzt sind wir ja wohl High Space hier, aber es bringt uns immer noch nichts. Okay, das war's, jetzt fallen wir wieder. Hat uns also hier erstmal nicht wirklich viel gebracht. Nee, wir kriegen nicht genug Science. The fuck? Oh Mann, JB. Das können wir aber so nicht über uns LGE lassen, oder? Aber wir sind verdammt hoch. Also wir haben auf jeden Fall einen weiteren Rekord. 32 Kilometer. Landedistanz, okay. Gut, wir sollten natürlich gucken, dass wir hier Retrograde gehen. Einfach nur wegen dem Hitzeschild. Jetzt natürlich alles automatisch gesteuert werden. Sogar MacJab sagt nö. Ist aber auch okay, sonst wäre das Spiel auch echt viel zu einfach. So, haben wir jetzt mal neue. Warum nicht? Wir sind über Wasser. Flying High über Wasser. Gut, über Wasser haben wir wahrscheinlich schon was genommen. Ich sehe halt echt nicht, was da unten so ist. Aber hier ist echt nur Wasser, wie es aussieht. Ja. Aber wir haben uns die Landedistanz gegeben. Uff, warum geht der denn so weit weg, wenn ich das mache? Ist ja eklig. Druckdaten. Bringt uns aber auch immer noch nichts. Okay. Flying low over Wasser. Ah, das ist neu. Okay. Ist auch neu. Ja, dann können wir doch jetzt ein bisschen Wissenschaft mitnehmen, mit Glück. Das ist nicht neu. Aber der Crew Report sollte neu sein. Ja, 3,5 ist immer noch besser als nichts. Wie hoch sind wir noch? 10 Kilometer. Über den Wolken. Schön, dass wir so einen Schatten da drauf werfen. Yeah, Mann. Okay. Ja, besser als nichts. 5 Kilometer. Wir öffnen die ersten. Wir öffnen alle auf einmal, weil wir es können. So. Jetzt können wir Jabby ja mal da raushalten, aber andererseits glaube ich nicht, dass er das will. Okay. So viel Druck. Dass er das überhaupt aushält. Also das hat funktioniert. Das ist schön. Upp. Einmal überschlagen, bitte. Danke. Tschüss. Oh wow, dein Ernst. Achso, der Schirm ist ja noch zu. Ah, scheiße. Jabby, guck. Nee. Ah, Jabby, was siehst du? Was sieht dein Elbenauge? Wasser ist ein Traum, ne? Hui. Okay. Aber wir sind auch eigentlich echt langsam unterwegs noch. Ist gut. Jetzt brauchen wir nur noch hier ein bisschen Mystery Goo mit Glück. Okay, wir versuchen es mal auf der Wasseroberfläche gleich, falls der Scheiß überlebt. So, 1,7. Der wird öffnen bei einem Kilometer. Und das ist derselbe Wert wie hier, weil der Surface ist natürlich normal 0, also Wasser. Aber es sieht, das Wasser sieht ein bisschen geil aus. Also, hallo? Hat sich schon bezahlt gemacht, der Scheiß. Download von den ganzen Add-ons. So, was... Ja, wir können keine Daten übertragen. Direkte Verbindung zum Weltraumzentrum haben wir anscheinend auch nicht. Jetzt dreht es wieder um. Hoffentlich. Nö, doch. Hab schon gedacht, er sieht's nicht ein. Okay,
Wir haben immer noch einen leichten Drall zur Seite, oder es wirkt einfach nur so, weil das Wasser sich so hart bewegt? Nicht sicher. Debbie, willst du mal ein EVA machen? Ich meine, wir fallen nur mit 6,5 Meter in die Sekunde. Geht eigentlich voll klar. Was hier? Wir sind im Ozean gelandet. Noch nicht, aber okay. Du sagst es. Gut, dass es für alles irgendwie Punkte gibt. Am Anfang. Na komm. Wie lange haben wir noch? 400 Meter? Ich glaube, wir fallen vorwärts, aber ich bin mir nicht sicher. Sieht auf jeden Fall voll aus wie ein anderes Spiel, ne? Gerade. RFS und SAS. Also da muss ich mich echt erstmal dran gewöhnen. 200 Meter noch. Wasser looking good. Oh oh. Oh oh. Das wird laut. 50 Meter. Voll der Wellengang hier, Jabby. Fuck. Aber die Grafik ist doch echt schon mal ordentlich. Kann man mal so lassen. Mysteriösen Schleim beobachten auf dem Wasser. Jo, 4 immerhin. Und wir sammeln das Ding ein. Läuft. Halbwegs. Na, okay, weiter. Jo, 36 Science. Jabby, keine EP erhalten. Typisch. Typisch Jabby. Entkomme der Atmosphäre und umkreise Kerbin. Was kostet es eigentlich, die Dinger zu verbessern? Geld. Wow, viel Geld. Okay, 36. Wir haben hier 45. Für den ganzen Tier wahrscheinlich. Ja, das hat uns also erstmal nicht wirklich was gebracht. Jetzt müssen wir natürlich echt mal planen, wie wir mit den Teilen hier aus der Atmosphäre entkommen können. Indem ich einfach straight nach oben fliege. Macht Sinn. Wir müssen nur diese Engines durch größere Engines ersetzen. Ich habe trotzdem Angst, dass er einfach in die Luft fliegt. Aber es ist ja nicht umsonst Kerbal Explosion Programm. Also hiermit kommen wir auf jeden Fall aus der Atmosphäre. Ist nur die Frage, ob wir wieder zurückkommen. Jemals. Aber wir probieren das jetzt einfach mal. Ich hab Bock. Jabby hat auch Bock. Hat er mir gesagt. Unter der Dusche. Der arme Kerl. Wow, ich hätte da voll keinen Bock drin zu sitzen. Aber na gut. Aerodynamik. Das müssen wir auf jeden Fall mit einbringen. Und wir müssen den Thrust auf jedensten unterbringen. Auf 45. So. Ja. Zünden die, sprengen die ab, zünden das. Ja, damit können wir uns oben wieder in die Atmosphäre eingliedern. Und wir plussen hier einmal raus. Plus. Und machen so. Alles klar. Weiter geht's. Jabby, du armer Sack. Das wird jetzt... Raumfahrzeug ist zu schwer. Die Startrampe packt's nicht. Okay. Dann müssen wir die tatsächlich schon mal upgraden. Dann tun wir das auch. Was? Kann man die hier direkt verbessern? Ah, ne. Kann man nicht. Na gut. Dann holen wir das jetzt nach. Startrampe. Kostet das 50.000? Ja, okay, das geht voll klar. Verbessern. Und jetzt können wir das Ding auch starten. Habe ich den Scheiß jetzt gesaved? Ja, ne? Aktuelles Spiel. 2. LOL Mark 1. Alles klar. Gut, gut, gut. Dann launchen wir das. Jetzt müsste es gehen, aber ich... Der arme Jabby! Ich habe Angst. Um der arme Jabby. Das wird im Leben nicht gerade halten. Mit so viel Power unterm Arsch. Ich meine, guck dir das Ding an. Okay, SES. Wenigstens haben wir ein SES. Oh Gott, Jabby, du tust mir leid. Alles klar. Jabby, ready? Ich nicht, aber egal. Go. Ah. Das geht überraschend gut. Gut, das Ding hat jetzt auch ein massives Gewicht, klar, aber... Steuern kann ich das nicht. Mit diesem Triebwerk können wir auf keinen Fall, solange wir diese Struts nicht haben, die den Flüssigtreibstoff rübergeben, können wir auf keinen Fall in Orbit gelangen, bin ich mir sehr sicher.